Moinsen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Walking War Robots. Starten wir noch ins Gefecht. Aufnahme ist natürlich wieder abgebrochen. Hahaha, ist aber nicht so wild. Bei Walking War Robots stört mich das nicht so wie bei World of Tanks, weil bei World of Tanks ist das echt zum Kotzen. Besonders wenn man das Ace geholt hat und die Aufnahme dann 20 Sekunden später abbricht, obwohl man gerade den Schlusssatz redet für das Video. Aber dagegen kann man nichts machen. Im letzten Gefecht wurden wir total überrannt. Und haben verloren, weil wir auch zu wenig Posten eingenommen haben. Daher, mal gucken, was mich erwarten wird. Ja, keiner kümmert sich natürlich wieder um den Posten da hinten. Das ist natürlich schlecht. Da muss ich das wieder machen mit meiner Fernkampfbewaffnung. Kann ich den schon anvisieren? Ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein Mech ist. Ich kann das nicht so gut erkennen auf meinem kleinen Bildschirm. Da muss ich nicht mal drauf schießen. Oder? Ja, doch, mache ich doch einfach mal. Ja, den scheint das nicht so zu gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen nervig ist für ihn. Dann mache ich doch glatt mal die Waffe leer. Nachgeladen. Nachladen ist immer eine gute Sache. Ich lasse erstmal wieder alle nachladen, weil dann kann ich wieder mehr so einen Feuersturm loslassen, sage ich mal. Der Leo da hinten, der ist auch bestimmt nicht gut gelaunt, wenn da so viel auf einen niederprasselt. Er hier vorne wahrscheinlich nicht. Kann ich auch wieder einen kleinen Hüpfer machen. Es wird natürlich wieder das Falsche anvisiert. Nee. Hab mir einen Kill gesichert, einen anderen Griffin geholt. Das ist doch cool. Das macht Spaß. Und jetzt muss ich wieder nachladen. Treffe ich ihn da hinten? Nee. Egal, dann schieße ich mal wieder die Waffe leer. Nachladen ist immer gut. Immer ein volles Magazin haben. Typisch Shooter-Spieler. Okay, das ist auch schon ewig her, dass ich Ego-Shooter gesuchtet habe. Da war ich 15, 16, 17. Ja, ab 17 hat es abgeklungen. Da fand ich den Kram nicht mehr so interessant und bin eher auf Sachen wie Rollenspiele und so gewechselt. Das hat mir dann mehr Spaß gemacht. Ne? Den Rhino von der Seite. Nein! Jetzt bin ich abgerutscht. Oh, eine Thunder schon wieder in dem Vidyas. Egal, der kann uns auf der Entfernung nicht so viel anhaben. Wir ihn aber schon mit unserer Waffe. Ich mag die Molot. Die Molot ist einfach tierisch geil. Vielleicht nicht auf der Stufe, aber sonst ist sie. Vielleicht nicht auf höheren Stufen, aber auf meiner Stufe ist sie. Passiert das schon wieder? Es geht doch. Jetzt bleib ich hier hängen. Oh, die müssen unbedingt die ganzen Dinger hier überarbeiten. Das ist ja schlimm. Ich weiß nicht, ist das auch ein Rhino? Kann sein. Ein Patton. Okay, das war's für mich. Wechseln wir doch auch zum Patton. Patton macht Spaß. Patton ist fein. Patton ist ein guter Anfänger-Mech, muss ich sagen. Den kann man auch vieles spielen. Aber die beste Möglichkeit, kauft vier Pinatas. Die sind absolut overpowered. Ihr müsst auf 300 Meter ran, aber wenn ihr erstmal dran seid, dann nehmt ihr den Gegner einfach auseinander. Man muss bedenken, dass jede Rakete, die rausfliegt, 300 Schaden macht. Nee, 700 Schaden. Ich habe das gerade ein bisschen vertauscht. Es ist jedenfalls eine Menge. Und die möchte man nicht so häufig im Gesicht spüren. Treffe ich ihn? Naja, ein Stalker war ja klar. Ein anderer Stalker. Ja, ich habe gleich nachgeladen, dann kann ich hier noch eine reindonnern. Los! So, noch ein Kill geholt. Hua. Männlich. Super männlich. Obwohl, das war auch eher ein Abstauber als wirklich verdient. Nehmen wir doch mal gleich den nächsten Posten ein. Posten A. Oh, den kann ich sogar anvisieren. Fein. Jetzt nicht mehr. Aber erstmal Posten einnehmen. So, Posten eingenommen. Und ich habe ein Geschenk für dich.
Du brauchst gar nicht mit deiner Thunder von da aus auf mich schießen. Ist das auch ein Patton? Ja, ist auch ein anderer Patton. Oder ist das ein Griffin? Also die halten beide relativ wenig aus, aber... Der Griffin ist doch, finde ich, ein bisschen zu sehr Glascannon. Für das, was er an sich kann. Er ist halt nicht besonders tanky. Los, komm, den will ich auch noch haben. Ach komm, jetzt hat er sich selbst in die Luft gesprengt. Nee. Campt der da hinten oder warum macht der nichts? Mir soll es recht sein. So komme ich an mehr Schaden. Ja, der Patton, mein treuer Begleiter. Die Trident ist auch ziemlich stark, muss ich sagen. Ist zwar eine super hässliche Waffe mit einer ewig langen Nachladezeit, aber sie geht durch Schilde durch, soweit ich weiß. Und durch... Kann ich irgendwie dir helfen? Irgendwie, nee, alle zu weit weg. Ist auch egal, wir haben gewonnen. Ich habe wahrscheinlich nicht viel Schaden gemacht, viele Kills abgestaubt. Ja, 170.000 Schaden, das ist an sich gar nichts. Wie ihr seht, bin ich Letzter. Ich bin Letzter, das habe ich ganz selten, aber es passiert. Egal. Ich habe gut rumgepokt. Ich spare jetzt auf den zweiten Rhino und dann hole ich mir auch die anderen Waffen, die heißt auch Taran und die EP Magnums und Gold spare ich auf die Orkans. Die Orkans sind auch. Die Map. Interessant. Hier werde ich, glaube ich, nicht mit. Oder soll ich mit einem Rhino starten? Also Rhino ist hier den Anfang irgendwie immer nicht so toll, finde ich. Da viele doch gerade zu Anfang des Matches eher auf dem hohen Alpha aus sind und da will ich mir nicht jetzt schon den Rhino versauen, der echt später viel reißen kann. Spring doch. Geht doch. Ja, das ist. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mit so einem großen Ding campen gehe, aber der hält nun mal nicht viel aus, der Griffin. Und das ist leider so. Ich sollte auch mal was treffen, das wäre ja gar nicht so verkehrt. Ja, warum springe ich denn jetzt? Ich wollte auch Ziel wechseln. Ja, er sieht schon so aus, als hätte er eine Thunder im Gepäck. Hilfe wäre trotzdem nicht verkehrt, Leute. Ja, er hat eine Thunder, das war ja auch nicht anders zu erwarten. Aber ich kann jetzt zur Not immer noch weghüpfen. Oder auch nicht. Und der nächste auf den Golem, ey. Golem ist auch so ein richtiges, dreckiges Ding. Egal. Wie Schaden, die ich jetzt noch raushauen kann. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Ich finde die einfach super overpowered, die Sandern. Ich kann jetzt hier auch nicht lang, weil dann werde ich einfach überrannt vom Gegner. Jetzt seht ihr auch mal den Rhino in Aktion, so halbwegs. Er ist sehr schnell unterwegs für einen Mech dieser Gewichtsklasse. Ja, ich ziehe mich lieber zurück, das ist sicherer und ich bleibe bei meinem Team. Außer hier kommt jetzt ein Kollege vorbei, der sich irgendwie ein paar Raketen fangen will. Ich habe da nichts dagegen. Da die Pinatas. Die Pinatas sind auch eigentlich sehr stark. Also wirklich overpowered sind die Orcans. Dann gibt es noch die. Wie heißt die Waffe nochmal? Hab ich angesehen? Sehr cool. Ja, schön. Overpowered. Was sind denn overpowered Waffen? Das sind aber die Taran. Das ist eine mittelschwere Plasma-Waffe. Kann man nur für Workshop-Points kaufen. Dann. Mist. Oh Gott, ich habe ihn noch bekommen. Aber da
lauert schon der Gegner. Ich muss mich zurückziehen. Ich bin einer, der gerade nicht für den Nahkampf gemacht ist, eher für den Kampf auf mittlerer Entfernung. Oh, jetzt kommen wieder die super tollen, wie heißen die nochmal, die Spirals, also Waffen, die overpowered sind. Das sind aber die Orkans, das sind Goldwaffen, die kosten 1200 pro Stück. Dann. Ich muss mein Schild hier echt hochfahren, das geht nicht anders. Die Piñatas, Leichtwaffen und. Und, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, so kann man sinnvoll den Schild nutzen, aber ich habe einfach eine zu lange Nachladezeit. Nee, das sieht schlecht für mich aus. Verdammt, ich hasse die Sander. Die Sander ist zum Kotzen, genauso wie die EP Magnum und andere Waffen. Also overpowered. Piñata, die Orkan, Goldwaffe, sowie die EP Magnum. Das sind die Waffen, die einfach nur komplett overpowered sind. Das ist ein absoluter Scherz. Die müssten unbedingt genervt werden. Das ist schlimm mit einer Thunder. Ja, du musst halt sehr nah ran am Gegner kommen, aber das ist eigentlich kein Problem hier, wenn du nicht super langsam bist. Also die übertrumpfen echt alle anderen Waffen, die es in dem Spiel gibt, die drei Stück. Und die Effets sind auch gar nicht so schlecht, aber sie sind nicht overpowered. Sie sind okay. Es rennt ja tatsächlich jeder hier mit der Thunder rum, mit der Schrotflinte oder Shotgun. Das ist doof. Das macht auch mir keinen Spaß. Aber der Entwickler tut dagegen auch nicht so wirklich was. Naja, World of Tanks ist da auch nicht besser. Waffen, die overpowered sind, die lässt man dann halt einfach auch overpowered. Oder Panzer, wie ein Hetzer. Hetzer bekommt ja seine Nerf, aber seine 10,5er wird nicht entfernt bekommen. Warum auch? Kannst ja nur die ganzen Leute damit one-shotten auf der Stufe und hat eine Nachladerate von sonst was. Aber hey! Naja, solange das Geld da bleibt, wird Wargaming auch nicht viel dran ändern. Doof. Ja, er hat auch Orkans. Nee, hat er nicht. Ja, komm schon. Wieso hat er denn jetzt so lange gebraucht zum Anvisieren? Ach. Es ist wieder typisch und wir sind nur noch zwei Überlebende. Ja, ich spiele schlecht, bla bla bla, ich bade in Selbstmitleid. Ach, die Kommentare sind zum Teil echt geil. Ja, Leute, ihr könnt immer alles besser, ihr seid die Besten. Ja, ihr habt noch nie einen Fehler gemacht, während ihr gespielt habt. Ihr gewinnt nur und... Effort. Ich finde sie nicht zu stark, aber sie ist trotzdem... Schaut euch das an, ich komme ja nicht mal zum Feind hin. Naja, wenigstens steht er nur doof rum und macht sonst nichts. Ach ja, er hat ja noch eine Handvoll über. Super. Wie viele hat er eigentlich? 4 Stück? Willst du mich hier verarschen? Jetzt hat er nur noch 2 über. Ist noch irgendeiner? Nein, der Gegner. Hier auch wieder Sandak. Ja, er hier mit seinen Leo mit den Lasern ist über. Er kann aber auch nicht mehr viel machen. Der Trebuchet ist gar nicht so verkehrt, aber ich hätte tatsächlich eher eine Trident drauf getan. Die bringt es mehr wie die Trebuchet. Weil die hat einen Area-on-Effekt, einen AOE-Schaden und der ist halt ein bisschen mehr wert wie einen 20-fachen Schaden von der Trebuchet.
Er hat noch einen, ein Stalker wahrscheinlich. Nee. Nee. Oh Gott, er hat einen Destire. Oder wie die Kiste auch heißen mag. Ich setze mich mit der nicht mehr auseinander. Ich spiele die ja nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Aber hier wieder die Orkan und EP Magnum und Pinatas oben drauf. Also stärker geht's eigentlich gar nicht mehr. Der Schaden ist absurd hoch. Schaden habe ich natürlich wahrscheinlich auch den niedrigsten gemacht. 300. Nee, diesmal nicht. War auch nicht besonders viel. Ich bin Vierter geworden, oder? Ja, Vierter. Passt doch. Egal, das soll es dann auch wieder gewesen sein mit Walking War Robots. Oh, ich habe 2,25 Millionen Schadenspunkte gemacht. Dann staube ich doch nochmal ein bisschen Gold ab. So wie Workshop Points. Immer her damit. So. Habe ich schon wieder 3565. Egal. Bis denn, euer Banshee.